Finde dein Markenzeichen. Jeder Spitzenverkäufer hat seine Uniform. Damit sind nicht etwa Schulterklappen, Baretts, Orden oder andere militärische Accessoires gemeint. Auch nicht die Berufskleidung der Polizei, der Feuerwehr und des medizinischen Notdienstes. Aber wir alle erkennen sofort Offiziere, Feuerwehrleute, Sanitäter an ihren Outfits und an ihrem Auftreten. Richtig, Verkäufer tragen auch eine Art Uniform, im besten Fall einen gut sitzenden Markenanzug, der auch noch langen Autofahrten einen knickerfreien Auftritt beim Kunden zulässt. Aber das ist für sich alleine noch kein klares Unterscheidungsmerkmal, kein Point of Difference. Dazu brauchst du ein Erkennungszeichen, das dich einzigartig macht. Das im Kopf deiner Kunden und Kollegen sofort eine Assoziationskette auslöst. Der Müller, der Peter Müller ist doch der, der mit dem Montblanc-Füller auf dem Verkäufer aus Leidenschaft steht. Kennst du den? Also, wodurch setzen Sie sich von anderen Verkäufern ab? Woran werden Sie wiedererkannt? Was macht Sie unnachahmlich, also zu einer Marke? Was sind Ihre liebenswerten kleinen Marotten, die Sie sympathisch machen? Da fällt Ihnen auf Anhieb nichts ein? Dann fragen Sie Ihre bessere Hälfte, Ihre Kollegen, Ihre Freunde, Ihren Chef. Hier ein paar Beispiele, die Ihnen sicher auf die Sprünge helfen. Larry Wingate ist ein amerikanischer Persönlichkeitscoach, der immer im Holzfällerhemd und Mantaletten auf die Bühne kommt und sein Publikum schräg von der Seite anmacht. You know what? You all piss me off! Klar, so ein Auftritt eignet sich nicht für Verkäufer, insbesondere nicht beim Ersttermin. Aber genauso klar, unter allen amerikanischen Persönlichkeitscoaches und von denen gibt es so viele wie Sand am Meer, sticht Larry Wingate zweifellos hervor, weil er, Provokation, ist eben sein Markenzeichen. Halt den Mund, hör auf zu heulen und lebe endlich, ist nur einer seiner Buchtitel. Oder You are broke because you wanna be broke, du bist pleite, weil du pleite sein willst. Die Bezeichnung Pitbull of Personal Development hat er sich schützen lassen. Wenn das keine klare Positionierung ist. Karim Hashemi berät unter anderem American Express. Hashemi führt Verkaufsgespräche, wie sie im Lehrbuch stehen. Einstieg, Bedarfsanalyse, Angebotspräsentation, Nutzenargumentation, Einwandbehandlung, Preisgespräch, alles top. Der Kunde folgt ihm ohne Zögern. Doch dann das, statt seinen Kunden konsequent über die Ziellinie zum Abschluss zu führen, sagt er am Ende jedes Termins, jetzt schlafen Sie noch mal eine Nacht drüber. Wahnsinn, oder? Und wenn Sie morgen ein gutes Gefühl haben und der Meinung sind, dass ich der richtige Vermögensberater für Sie bin, dann rufen Sie mich an. Ich sage immer wieder Wahnsinn, wie ich das erste Mal erlebt habe. Aber was glauben Sie, von wem Hashemi am nächsten Tag einen Anruf bekommt? Ich sage Ihnen fast zu 100%. Sein Markenzeichen ist die Verzögerungstaktik, die bei seinen Kunden das haben wollen, nur noch verstärkt das Gefühl, dass nur dieses Angebot das passende sein kann. Aus einer eklatanten Schwäche vieler mittelmäßiger Verkäufer hat Hashemi sein einzigartiges Merkmal gemacht. Aber es funktioniert nur, weil er mit seinem Auftreten, mit seiner Marke, seinen fachlichen Kompetenzen, seiner Begeisterungsfähigkeit die Kunden schon für sich gewonnen hat, bevor er auf die Ziellinie abbiegt. Holger Brillhaus, ein Bekannter von mir, begrüßt seine Kunden am Telefon immer so. Guten Tag, Herr Kunde, hier ist Holger Brillhaus, der Highlander des Verkaufens. Es kann nur einen geben. Was bleibt bei diesem Claim hängen? Brillhaus, Highlander, der einzig wahre Verkäufer. Okay, das ist auch wieder sehr speziell. Also funktionieren Markenbildung auch über einen peppigen, unverwechselbaren Slogan. Übrigens ist der Highlander auch unsterblich. Arbeiten Sie an Ihrer Marke.